Okay, also Leute, ich bin gerade aufgewacht und habe nichts ahnend Pokémon Go geöffnet, einfach mal reingeschaut und dann gehe ich in den Shop und ich sehe das hier. Ich habe 14.580 Pokécoins. Ich habe keine Ahnung warum. Also ich habe mir vorgestern 100 Pokécoins gekauft. Und wie ihr hier seht, 14.500 sind die Variante, die 100 Euro kostet. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Plan, wie oder warum. Ja, ich habe gerade eben, als ich das gesehen habe, direkt mein Passwort geändert vom App Store. Aber ich verstehe das nicht. Also ich habe gerade mal kurz nachgelesen. Man kann anscheinend Käufe irgendwie rückgängig machen. Und ich weiß nicht, was abgeht. Ich meine, irgendwie wäre es cool, die ganzen Pokécoins zu haben. Ich dachte irgendwie, dass so eine Coin-Seite oder so mir die vielleicht geschenkt hat oder so. Aber es hat einfach 100 Euro gekostet. Pokécoins für 100 Euro, ohne dass ich irgendwas gedrückt habe oder so. Was zur Hölle? Ich meine, guckt euch das an. Ist echt kein Fake. Also ich habe da nicht irgendwie Material eingeblendet oder so, sondern ich habe Pokécoins für 14.580 Pokécoins. Und ich habe die nicht bewusst gekauft oder so. Guckt, wenn ihr hier mal schaut. Das hier ist meine iTunes-Kaufübersicht. 14.500 Pokémünzen an Niantic In-App-Kauf. Einer zu 99,99 Euro. Und ich meine, davor ist sogar, sind sogar die 100, die ich tatsächlich gekauft habe, aber einfach für 100 Euro Pokécoins. Also wirklich, ich war gerade einfach nur aufgewacht. Ich bin auch noch voll vergammelt und so. Aber ich bin gerade aufgewacht und ich dachte, ich check mal Pokémon Go und jetzt hat das Ding einfach automatisch. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich glaube, man hat ja die Apple-ID, wenn man die eingegeben hat, um einen Einkauf zu tätigen, hat man einen kurzen Zeitraum, wo man sie nicht eingeben muss. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie die 100 gekauft, das Handy in meine Hosentasche gesteckt und dann aus Versehen für 100 Euro welche gekauft. Okay, jetzt kann ich hier bei den 100 Euro Pokémünzen, kann ich auf ein Problem melden klicken. Okay, Problem auswählen. Ich habe diesen Artikel versehentlich gekauft. Versehentlich gekauft. Okay, senden. Dieser Kauf kann nicht erstattet werden. Leute, seht ihr das? Hä, wollt ihr mich verarschen? Warum nicht? Problem mit diesem Kauf. Nach Erhalt ihrer Rechnung. Okay, der Betrag. Ihr Kauf wurde storniert. Der Betrag wird Ihrer Zahlungsmethode zurückerstattet. Sie sollten diese Rückerstattung innerhalb der nächsten 5 bis 7 Geschäftstage erhalten. Okay. Rückerstattet. Jetzt bin ich allerdings gespannt. Ich bin jetzt allerdings gespannt, was mit den Pokécoins passiert. Weil ich meine, ich habe die jetzt in meinem Account. Werden die dann abgezogen? Oder was passiert damit? Ich verstehe es nicht, weil wirklich, ich habe die. Ich schwöre auf alles, dass ich die nicht gekauft habe. Also ich war in der App und ich habe mir für 100 Pokémünzen welche gekauft und habe sie mir dann, ich weiß nicht, ob ich sie in die Tasche gesteckt habe und dann hat vielleicht einfach die Tasche diesen Kauf autorisiert. Jedenfalls habe ich jetzt gerade 14.580 Pokécoins, aber ich glaube nicht, dass ich sie ausgeben kann, weil ich meine, jetzt im Moment wollen die das Geld ja wieder einziehen, müssen die das Geld ja wieder zurückgeben und ich blicke nicht so wirklich durch. Boah Leute, ich gehe jetzt erstmal frühstücken. Ich hoffe, das klappt alles. Hier steht, ja, in der Regel ist das der Fall, da ja eine Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt. Weiter ist hier nichts zu tun. Wird dann der In-App-Einkauf auch rückgängig gemacht und nur meine Zahlung. Wie ich schon sagte, die Inhalte werden kürzer vom Developer der App entfernt, also von Niantic. So Leute, ich dachte mir, ich update euch jetzt nochmal mit dem Ganzen. Wir haben jetzt 5 Tage später und ich kann euch so viel sagen, ich habe mein Geld wiederbekommen. Also das Ganze wurde nicht irgendwie abgelehnt oder so. Das Überraschende ist, wenn ihr mal schaut, ich habe immer noch meine 14.500 Pokécoins. Und das überrascht mich halt total, weil ich meine, ich habe zwar das Geld zurückbekommen, aber die Pokécoins habe ich immer noch. Aber ich denke mal, es ist immer noch besser, wenn ich die ein bisschen unberührt lasse, weil, keine Ahnung, nicht, dass ich dann irgendwie vertragsbrüchig werde oder sonst was. Ich habe mich da jetzt nicht rechtlich krass mit auseinandergesetzt oder so. Aber es wäre auch irgendwie einfach unfair, wenn ich jetzt das ganze Zeug behalte, ohne dass ich es irgendwie wirklich bezahlt habe. Weil ich meine, es gibt bestimmt genug Leute, die sich Pokécoins irgendwie zum Geburtstag gewünscht haben oder Geld dafür gespart haben oder so. Ich würde sie dann quasi kostenlos kriegen. Also ich warte jetzt noch mal ein bisschen ab, was passiert. Ansonsten denke ich mal, vielleicht halten mich jetzt ein paar von euch verrückt, aber ich denke mal, vielleicht melde ich mich wirklich nochmal bei Niantic oder beim Apple Support oder so und sage, hey, ihr habt da was vergessen. Weil, wenn man ehrlich ist, ich brauche die Pokécoins eigentlich gar nicht. Ich meine, schaut euch mal
meine Items an, also Tränke und sowas habe ich alles zu Genüge. Bälle habe ich zu Genüge. Lockmodule lohnen sich eh nicht mehr. Ausbrüter, okay, wären ganz lustig, aber die meisten Sachen kriegst du sowieso. Ich meine, ich bin zwar erst Level 25, weil voll viele sind ja, was weiß ich, Level 30 oder so. Ich verstehe auch nicht, wie manche Leute so schnell so hochgekommen sind. Also ich bin Level 25, aber ich level halt nicht mehr so krass. Ich entwickle nicht mehr besonders viel Pokémon oder so. Wenn ihr euch mal meinen Pokédex anschaut, ich habe 128 Pokémon gefangen und 129 gesehen. Also gut, das Einzige ist das Bisasaur oben. Wenn ihr euch das mal durchschaut, ich habe jetzt mittlerweile schon echt ein paar ganz nice Pokémon. Da brauchst du halt nicht mehr die Lockmodule oder sonst was, weil du so spezielle Pokémon brauchst, dass du am besten irgendwelche anderen Möglichkeiten wählst, um an die Dinger zu kommen. Lapras habe ich letztens gefangen, aber leider sehr traurig. Das hier ist das Lapras, das ich letztens gefangen habe. Also eine sehr traurige Existenz. Hat zwar Top-Attacken, aber leider nur WP 306. Ich wollte euch gleich auch nochmal mein aktuelles Pokémon-Team zeigen, aber bevor ich das tue, noch ein paar Infos für euch. Ihr seht schon, wie hier oben gerade Werbevideo auftaucht. Und zwar habe ich euch ein bisschen was zu erzählen. Ich wurde nämlich in einer echt coolen Sache angeschrieben. Und zwar werde ich diesen Sonntag, den 25. September, in Berlin sein. Dort bin ich dann mit Hardy, Venicraft, Dr. Banks und mir. Und zwar, weil wir von Narcos eingeladen wurden. Narcos ist eine Netflix-Serie, die sich um die kriminellen Machenschaften von Pablo Escobar dreht. Und da ist jetzt gerade die zweite Staffel gelauncht. Und wir sind halt zu diesem krassen Live-Event in Berlin eingeladen worden, das sich um diese zweite Staffel dreht. In der zweiten Staffel geht es nämlich um die Jagd auf Pablo Escobar und wir werden auch Pablo Escobar jagen, und zwar bei diesem Live-Event. Wie ich bereits gesagt habe, wird das Ganze am Sonntag live übertragen, und zwar von 18 bis 20 Uhr auf der Facebook-Seite von Netflix und diversen Livestreams. Ich kann euch nur so viel sagen, ich selbst feiere Narcos wirklich total und ich bin mir sicher, dass sich die Jungs von Netflix da was Krasses überlegt haben, also es lohnt sich bestimmt reinzuschauen. Bevor ich euch jetzt aber noch mein aktuelles Pokémon-Team zeige, hier noch eine Minute Trailer. Pablo Escobar was made of rage, revenge and terror. But in Medellin, terror brings more terror. Los Pepes son paramilitares. Un escuadrón de la muerte. Nosotros queremos que Escobar entienda que no es intocable. Queremos lo mejor para Colombia. Y Pablo Escobar es un terrorista. La muerte no va a ser cuestión de meses, va a ser cuestión de semanas. Quiero ver es sangre. Porque Pablo Escobar no se esconde como una rata. So Leute, das war der Trailer. Also alles, wann und wie ihr dabei zuschauen könnt, findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und ja, jetzt zu meinen Pokémon, zu meinem aktuellen Team. Auf der Nummer 1 ist nach wie vor mein Dragoran, was ich ja mehr oder weniger in einem Video gefangen habe. Das ist jetzt mittlerweile auf 2575. Gutes Ding, darauf folgt mein Arcani, das habe ich auch schon was länger. Aquana Nummer 1, Aquana Nummer 2. Gyarados habe ich jetzt relativ neu, sieht man auch daran, dass ich... das kann ich ja gerade nochmal ein bisschen leveln. Was ich gerade sagen wollte, sieht man auch daran, dass ich noch nicht komplett hochgelevelt habe. Ja, ich kann es ja jetzt gerade mal ein bisschen leveln. So, 1873, hat auch ein relativ hohes Potenzial, Moveset auch ganz gut. Und ja, dann Aquana 1, Aquana 2, Flamara, Lamus, Pixie und jetzt gehe ich mal raus. Quappo habe ich neu, Rizeros habe ich neu und ja, ihr seht, den habe ich auch heute bekommen, den Kollegen. Mega gute Moves, also ein 15er Startflügel und 120er Hyperstrahl. Ich habe vor allem meine Pokémon Go Zeit darin investiert, dass ich halt irgendwie ein, ja, wie soll ich sagen, exotisches Team habe, weil andere sind zwar höher als ich, aber haben halt nicht so viele unterschiedliche Pokémon gefangen. Naja, alles in allem hoffe ich mal, das Video hat euch heute gefallen und euch hängt Pokémon Go nicht allzu sehr zum Hals heraus. Ich musste euch heute einfach diese Story erzählen, die sich um diese ganze 100-Euro-Pokécoin-Geschichte erstreckt hat. Ja, das war's dann von heute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!